So, wir sind ja jetzt gerade auf der Photoshop-Convention in München und ich werde jetzt mal hier reingehen und mal gucken, wer da so alles rumsteht und wer da so alles vonstatten ist und werde euch mal gucken, vielleicht kennt ihr ja ein paar Leute. Und da ist schon der Erste. Da ist schon der Erste. Das ist der Uli Steiger. Scotty, beam me up. Schnell, der Calvin ist da. Habt ihr gesehen, so lustig ist der Uli. Uli, hast du Spaß? Wie gefällt's dir? Tja, wie gefällt's mir? Ich habe frei heute, was soll ich sagen? Ich habe meine ganzen Vorträge gestern gehabt. Bisschen schade, weil das hat Spaß gemacht. Mir gefällt's. Ich hoffe, dir auch. Hast du schon einen Vortrag von mir angeguckt? Nee, ne? Interessiert dich nicht so, oder? Ja, jetzt, oder? Wenn ich wüsste, wer Sie sind, junger Mann. Es tut mir leid. Vielleicht finde ich ja noch einen Vortrag von Ihnen nachher. Okay. Yes. So, dann gehen wir jetzt mal rein und gucken mal, wer hier noch so rumsteht. Das ist übrigens der Lou von meinem Photoshop-Forum. Hi. Hi. Und dann gucken wir mal, wer hier noch so alles vonstatten ist. Ich hoffe mal, keiner motzt, wenn ich da jetzt filme. Aber ich gehe da jetzt einfach mal rein. Ja, guck, so ist es. Das ist also Wahnsinn hier. Super, vielen Dank. Das ist der Hubertus Küppers. Der hier. Er macht hier der die, der Profi-Fotograf. Voll, voll beim Essen, ja, das geht gar nicht. Okay, wir gehen mal weiter. Sven Fischer, auch einer der Referenten. Hi Sven, guten Morgen. Auch schon aufgewacht. Ja. Hier mal ein Stand von Poster XXL. Hier sind ein paar Leute. Jetzt gehen wir mal weiter. Der Herr in dem Gestreiften ist von Fototv, die filmen hier. Da hinten sind dann so ein paar Aussteller. Schauen wir mal da hinten. Oh! Da haben wir den Erik Berger und den Carsten Rose. Ja, vor allen Dingen hier sind die wirklich guten Zeitschriften. Ja, Erik Berger ist Herausgeber von Digital Photo News, F8. Ja. Ja, können Sie abonnieren online. Das ist der Carsten Rose und das ist der junge Berger, der heute auch Vorträge hält. Oder, ja. Oder was? Ja, oder halt Bestandteil vom Vortrag mit dem... er ist der Haupttick. Ja, genau. Ich moderiere nur kurz an. Man sieht... Der Nachwuchs ist auch vertreten. Ich habe mich jetzt mal zum Nachwuchs gezählt. Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Hier mal ein Verlag. Da geht es auch weiter. Gehen wir hier weiter. Gehen wir weiter. Galileo Press ist auch ein Stand hier. Redakteur Advanced Photoshop. Hello, hello. So. Makromedia da stand und ja, hier ist so eine Infoboard, jetzt gerade so ein Impulsvortrag und so sieht es hier auf der Convention aus. Es ist jetzt noch relativ früh morgens, das heißt viele sind noch gar nicht da. Gehen wir hier mal zu Addison Wesley. Addison Wesley ist auch vertreten. Das ist die Pia. Die Pia twittert auch immer sehr viel. Die pflegt den Twitter-Account hier von Addison Wesley. Und wow, jede Menge toller DVDs. Wir gucken mal da hinten, da wird es nämlich richtig interessant. Ja, das ist das interessante Regal hier, aber es gibt noch viel, viel mehr. Also hier würde ich gerne einfach mal voll zuschlagen. Aber die Zeit habe ich wahrscheinlich gar nicht, das alles zu lesen. Und hier geht es auch weiter. Genau, so sieht es hier aus. Gut, gehen wir mal wieder nach draußen. Insidergespräche, Insidergespräche. Ja. Oh, 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 ich habe alles gehört. Ich halte mal in die Kamera, dann stellt sich wieder zu, dann bist du auch Insider. Nee, das passt schon so. Ich bin kein Insider. Okay, dann bleib Outsider. Ich bleib Outsider. So. Und dann gehen wir mal hier wieder nach draußen. Ja, das war die Photoshop Convention. Kleiner Einblick. Oh, Mr. Russell Brown. Mr. Morgan, the Legend. Oh, hi. Ja, das war Russell Brown. Und ja, das war jetzt so ein kleiner Einblick in die Photoshop-Convention. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, wie das hier aussieht.
Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Blog-Eintrag. Bis dann, ciao.